betritt jemand ohne Pass, ohne Aufenthaltstitel europäischen Boden, wird er sofort von unserer Regierung und den Medien als Flüchtling bezeichnet. Und für solche Fake News, die uns tagtäglich aufgetischt werden, zahlen wir auch noch Zwangsabgabe in Form von GEZ. Wehren wir uns dagegen! Ja! Wir sind das Volk! Widerstand! 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 Wem nutzt es verfickt nochmal, dass unser Land entsozialisiert wird? USA, Israel! Und das sind jetzt mal ein paar Fragen, die euch mal ganz konkret an die Regierung stellen könnt. Was hat unsere Regierung davon, wenn sie dieses Land ausbluten lässt? Ein junges Mädchen wurde im Alter von 15 Jahren hier in Kandel ermordet. Nicht nur, weil Frau Merkel dieses Land ins Chaos und Elend gestürzt hat, sondern vielmehr, weil es Menschen gibt, welches dieses menschenverachtende, rücksichtslose und gesellschaftszerstörende Verbrechen aktiv und passiv unterstützen. Meldungen aus allen Orten dieses Landes bekannten Gefahren.